Oh, und damit willkommen zurück zum Mantel Omega. Ja, was soll man zu dieser Mission sagen? Sie ist einfach nur zum Kotzen. Ich habe kein Problem damit, gegen 3 oder 4, 5 KIs zu spielen auf Mantel. Das ist gar kein Problem, aber der Zeitdruck, den du hier hast. Diese Spielgeschwindigkeit 20 Minuten. Mehr hast du hier nicht. Und du musst hier alles fertig machen. Mach diese Mission so bescheuert. Von Bodyraffinerie, mein Idiot. Engineering, check ready. Building, capture. New construction options. Building. Ja, das läuft ja auch nicht immer. Eine sehr, sehr undankbare Mission. Man muss ja auch so aufpassen, wie man hier was baut. Reihenfolge ist wichtig, wie ihr vorgeht. Ihr könnt natürlich auch komplett pushen, ihr könnt auch mit Sammeln hier fahren, habe ich auch schon ausprobiert. Dann ist die KI so dermaßen auf 180. Die dreht dann völlig durch. Also schon mal ausprobiert. Das ist sowieso diese Mission ist ein reines Schlachthaus. Ich habe auch mal den Timer abgewartet, also ihr bekommt keine Verstärkung. Es kommen nachher die Chinesen an und machen eure Basis hier Schrott. Mal Spaß mal hier alles mal auf Verteidigung aufgebaut. Meint ihr, das Spiel wertet das? Das ist dem Spiel scheißegal. Ja, genau. Diese Scheißdrohnen, ich hasse sie wie die Pest. Die letzten Scheißteile. Flugabwehr kann dagegen nichts machen. Das ist auch so ein kleines Problem. Gucken. Bauen wir mal das zu, weil hier greifen wir ganz gerne mit den Leuten an. Mal mit. Es ist auch schwer, das so zu spielen. Aber da bleibt keine andere Möglichkeit. Wir schicken nämlich 4 Stück dahin. Um irgendwelche Missverständnisse zu vermeiden. Es kann auch mal sein, dass der Kollege drauf geht da oben. Ich flieg schon mal dahin. Ist auch lustig, dass diese verdammte Artillerie und diese Eisstrahler eine höhere Reichweite zum Schießen haben als meine. Wie ist diese Kollegen nochmal? Kurz gucken. Genau, Nuva. Ganze Strom muss weg und nehmen verdammt viel Strom. Glaubt mir das. Widerwärtig ist es. Ja, natürlich ist er jetzt hier im Anmarsch. So, erstmal die Artillerie, habt ihr schon gesehen. Dieser Schweif davon, die sind ganz hinten bei dem Lager drin.
Wir bombardieren euch in einer Tour. Wir machen euch das Leben zur Hölle. Wichtig, dass das wegkommt. Da müssen wir jetzt irgendwie versuchen hinzukommen. Derzeit schon ein bisschen aufdecken. Ich weiß gar nicht, was der hier macht. Ja, deswegen schicke ich so viele Leute dahin. Es hat seine Gründe. Eine Katastrophe hier. Technology for peace. I'm this vision. How may I serve? How may I serve? Technology for peace. Create a great wall. Technology for peace. Great wall. How may I serve in a day? This is a no prize. Unit wars. Da kommen noch solche blöden Götter angerannt. Select. Helium mix. Unit ready. Bearing set. Target. Dann knallen wir hier das weg. Gibt natürlich seine Black Eagle. Das muss erstmal halten. Den fliegen wir ganz nach oben hin. Der Bauch muss weg. Gut, er baut es hier nirgends von nach. Außer hier, in sein Lager. Oh Leute, Sack, ich hab was anderes zu tun. Jetzt Kamikaze hier drauf. Perfekt. Was die Scheiße hier wieder soll, ich weiß es auch nicht. Die KI dreht teilweise so dermaßen am Teller hier. Geht da oben rein, ihr zwei. Damit. Beide hier drauf. Na, jetzt kommen die beiden wieder angerannt. Super lächerlich alles. Ich weiß nicht, ob das reicht. Gucken, ob das schafft. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Down. Komm, Haus weg. Perfekt. So, ihr bleibt mal jetzt zurück. Erst mal 4. Woher die jetzt noch kommen, keine Ahnung. Ach, hier hat er sie gebaut. Gut. Diese Artillerie, sie nervt. Die fuckt einen nur ab.
Ach, diese verdammten Eisstrahler. Okay, kein Strom, das müssen wir so ausnutzen. Ja, trotzdem, wir müssen unten stehen bleiben. Da gibt es echt kein Pardon für sowas. Unit promoted. Unit ready. Ganz wichtig, dass es wegkommt. Insufficient funds. Unit ready. This is a no-fly zone now. Our base is under attack. Ja, ich kann gerade nicht alles machen hier. Our base is under attack. Repairing. I'm missing. Careful now. This one. Our base is under attack. Careful now. So, ich komme mal mit. Ja, das war mir klar. Unit ready. Weg, 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 weg. Sufficient funds. Basis, gut. Das ist echt. Also ich finde das wirklich mental auch sehr anstrengend, sowas hier. Ich muss auch den Timer immer im Auge behalten. Ja, ihr müsst euch auch umdrehen und auch kämpfen, Leute. Also. Waffenfabrik, das schon mal los. Das ist so am Nerven, ne? Base is under attack. Und hast du nicht gesehen. Ganz gefährlich ist da so mal ihren Stand. Versteht aber, soll die Polizei zum Fahrzeug alle herkommen. Ach, der hätte hier noch eine Waffenfabrik. Jetzt, ja, jetzt macht sich das. Jetzt wird ein Schuh draus. In der Energie, das ist aber nicht so schlimm. Ja, das wird. Ja,
Artillerie von denen. Ich hasse sie. Die fuckt so dermaßen ab. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das war natürlich jetzt ein Fehler. Immer tackenweise vorgehen, also nicht so schnell. Hat die meisten weg gewesen. Zerfetzt sie einfach. Ja, ihr müsst natürlich wieder reinfahren, wie die Geisteskranken. Guck mal, wie kaputt die sind. Wie kaputt in der Bene man sein muss. Einfach hasse ich es, die Dinger zu spielen. Schießen sollt ihr, nicht einfach nur doof rumflachsen. Meine Güte, das ist doch so lächerlich. Das natürlich jetzt machen, ne? Unit promoted. Meld up, everybody. Just a moment. What can I do for you? Sehr gefährlich hier. Schon deswegen. Komm, haut sie weg. Das ist eh schon knapp genug. Oh mein Gott, war das knapp. Oh Leute, diese Mission, ey. Das ist diesmal doch schneller geworden. Also ihr habt ungelogen 20 Minuten Zeit für diese Mission oder 21 Minuten. Auf dieser Spielgeschwindigkeit ist das wirklich sehr, sehr anstrengend. Das muss man echt ein paar Mal geübt haben. Das schon so gehabt, dass die Zeit abgelaufen ist und konnte es gerade noch so eben schaffen, dass
das Mission-Feld nicht erreicht wurde, weil es kommen nach dem Zeitablauf kommen unendlich viele chinesische Einheiten, machen eure Basis platt und sobald das passiert, könnt ihr es eh vergessen. Ja gut, haben wir es soweit geschafft, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und bis dann.